Herzlich willkommen zum Maibock der CSU in Heuberg-Moos-Goldach 2019. Aber es gibt keine Erfindung auf der Welt, die das Leben gemütlicher und sowas von lebenswert gemacht hat wie das Bier. Ein Prosit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Prost! Und wenn ich da so umschaue und hier doch einige Freisinger auch sehe, auch wenn der andere so verwickt, mein Nachfolger wird mein rechter Oberschenkel, der Kollege Miskes, mei, aber du kannst es nicht aussuchen, gell? Dann. Ja, denkt euch nichts, ich bin auch mit 48 Kilo in Politik gegangen, gell? Also das, da ist ja noch Hoffnung da, mein Kleiner, dass wir das hinbringen. Ich habe jetzt eher an unseren Landrat gedacht, wenn ich das Thema Wiesen so im Kopf habe. Weil viele Leute diskutieren natürlich, was wird jetzt sein nächstes Jahr? Der Landrat Hauner hört auf. Wissen Sie, der Hauner selbst, das ist ein Wirtsbub. Und wenn ich sehe, was da die letzten Wochen er für Diskussionen mit den Fisch gehabt hat, dann gehe ich davon aus, dass er die Fischerfrone übernimmt. Ja? Das wäre die logische Schlussfolgerung, liebe Freunde. Lieber Herr Bürgermeister, ist ein Wurstsalat, ob ich, solange er noch schmeckt? Gefühl, lieber Harry. Und dann muss ich da hören, wie 1954 beim Abpfiff der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn, beim Wunder von Bern, aus, aus, das Spiel ist aus und so weiter. Ja, Herrschaftszeiten, wann kriegt Heuberg-Moos wieder eine wirkliche First Lady? Du bist jetzt auch noch Biersommelier. Ja, Sapratit, da wird sich doch auf dieser verdammten Welt doch irgendeine Wirtstochter oder eine Wiesenbedienung oder sonst irgendein Breirausl finden, damit wir den unterbringen. Also, wenn jetzt natürlich mein Kollege, unser Herr Minister aus Freising, der Florian Herrmann, da wäre, ich sag's euch, ich tat's auch so lang. Oder wenn der Zierer bin ich noch da, aber die könnte jetzt auch miteinander ja irgendwie zusammenbringen. Weil beide sind ja sowas wie der Allwetterreifen. Der eine von der CSU, der andere von den Freien Wähler. Und ich sage beide in einem Atemton, nicht damit der Zierer wieder anruft und sagt, ja Erich, ich bin auch ein Allwetterreifen. Habe ich gesagt, ja freilich bist du ein Allwetterreifen, aber halt ohne Profil. Das ist halt das Problem. Beni, Grutze, Dirken, Nummer, nein. Ist es da? Da gehen wir her. Ist das die Wirtin? Ja. So eine schöne Wirtin haben wir noch nie gehabt. Grüß Gott, ich bin der Erich. Habe ich Erich? Violanda. Violanda. Dann habe ich einen Namen vorher vollkommen falsch ausgesprochen. Violanda Luna della Spaghetti, ragazza. Il Bucchiamo, l'Imperatore, il Subito. Oh, di Olio. Nein, also auf jeden Fall, du gefällst mir. Du gefällst mir, gell? Einen großen Applaus einmal für unsere Wirtin. Okay. Danke. Auf jeden Fall, liebe Freunde, sage ich euch eins, egal ob heute Maibock ist oder ob irgendein anderer Bock noch sonst unterwegs ist, eins ist wichtig, dass am 26. Mai nicht Nullbock ist. Und Nullbock bei den Europawahlen, und ich sage es euch wirklich, es ist völlig egal, wie und was gewählt wird. Jeder hat seine Partei, jeder hat seine Richtung. Freilich freut es mich, wenn es schwarz wird, das braucht man gar nicht reden. Aber Null Bock auf Europawahl geht nicht. Nicht wählen gehen geht überhaupt nicht. Und deshalb möchte ich Sie bitten, gehen Sie zur Wahl. Und ich möchte mich aber trotzdem, obwohl ich Europäer und Deutscher bin, mit dem bayerischen Wunsch, den es überhaupt gibt, verabschieden und mich bedanken, dass ihr mir zugehört habt. Gott mit dir, du Land der Bayern, meine sehr geehrten Damen und Herren, alles Gute, toi, toi, toi und Gottes reichen Segen. Dankeschön. Ja.